Mein Name ist Herbert Goldmann, 62 Jahre alt, Sprecher für Petitionsangelegenheiten und für Landesplanung. Natürlich bin ich wegen der grünen Umweltthemen und der Friedenspolitik zu den Grünen hingekommen. Aber nicht nur deswegen, sondern ich habe mich insbesondere für die Menschen interessiert, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Flüchtlinge, die Mitte der 80er Jahre irgendwie nach Deutschland gekommen sind. Und mir war es ein Herzensanliegen, mich um diese Menschen kümmern zu können. Die Arbeit im Petitionsausschuss ist insbesondere getragen von Abschiebefällen, Menschen, die quasi vor einem völligen Bruch ihrer zukünftigen Lebensplanung irgendwie stehen. Und die Notwendigkeit, im Dialog mit den Beteiligten, mit dem Innenministerium als auch mit den Ausländerbehörden, die Chancen für diese Menschen irgendwie zu eruieren, ist wesentlicher Teil meiner Petitionsarbeit. Wenn ich den mal frei habe, spiele ich für mein Leben gerne Fußball, gehe gerne zum Basketballspiel, entspanne in der Sauna und genieße das Blutspenden beim Blutspendedienst in Hagen. Ich wünsche mir ein grünes Nordrhein-Westfalen mit einer gesunden Umwelt, mit einer gesunden Natur. Und ich wünsche mir insbesondere für die benachteiligten Jugendlichen gleiche Bildungschancen, die ihnen eine Möglichkeit für ein eigenständiges, zukünftiges Leben hier in Nordrhein-Westfalen ermöglichen.